Liebe Kollegin Ziegert, es ist richtig, die Linke will, dass mehr Investitionen in die aktive Arbeitsmarktförderung vorgenommen werden. Und wenn notwendig, dann auch gerne mit Landesmitteln. Und Sie müssen uns hier nicht unterstellen, die Linke male sozusagen den Teufel schon wieder an die Wand, wenn wir vor zukünftigen Zuständen waren. 20 Millionen Euro weniger im Jahr an Arbeitsmarktförderung zu haben, das ist doch kein Pappenstiel. Das muss Bremen erst mal verkraften. Sie haben ja gesagt, Sie wollen natürlich sämtliche Anstrengungen unternehmen, dass gerade dieser Zustand nicht eintritt. Sie sind in Gesprächen mit den Trägern und mit den Institutionen. Ich befürworte diese Anstrengung. Wir werden sie auch unterstützen in der Deputation. Vor allem unterstützen wir sämtliche Anstrengungen, die zum Erhalt des Angebots und vor allem auch der Angebotvielfalt, die wir in unserem Land vorhalten können, beitragen werden. Nur bei 20 Millionen Euro weniger im Jahr zweifle ich stark daran, dass Sie dieses Ziel tatsächlich auch umsetzen und einhalten können. Die Kürzungen führen ja nicht einfach dazu, dass es nunmehr weniger Maßnahmen gibt, sondern sie führen dazu, dass Träger ihre Leistung, aber auch ihr Personal reduzieren müssen. Das ist auch ein Ergebnis der Tatsache, dass viele Projekte, und das ist völlig egal, welche wir uns anschauen, ob es Beratungsprojekte sind, ob es soziokulturelle Zentren sind, ob es die Integrationsarbeit ist oder momentan die Recyclinghöfe, die in der Diskussion stehen, als Ersatz für fehlende Grundfinanzierung aus der Beschäftigungspolitik querfinanziert wurden. Wir vertreten da einen anderen Ansatz. Wir sagen, wer Eingliederung erreichen will, muss gerade diese Bereiche finanziell so ausstatten, dass sie zwar auch Beschäftigungspolitik machen, aber eben nicht von der Beschäftigungspolitik leben müssen. Und Sie haben auch noch mal den öffentlichen Beschäftigungssektor angesprochen. Da sind wir auch einer Meinung. Natürlich muss man einen öffentlichen Beschäftigungssektor schaffen, und der muss aber auch finanziell mit Geld unterlegt werden. Vor allem, wenn man, wie Sie es in Ihrer Koalitionsvereinbarung geschrieben haben, den Schwerpunkt auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung legt. Aber die fahren Sie ja momentan auch zurück, denn von den 690 Stellen, die Sie ursprünglich einrichten wollten, sind jetzt nur 562 bewilligt worden. Vielen Dank. Als nächster Redner hat es